Möchten Sie morgens endlich wieder ausgeruht und fit in den Tag starten und energiegeladen die Arbeit und die Freizeit meistern? Dann schenken Sie mir 20 Minuten und ich erkläre Ihnen, wie Sie dies erreichen können. Mein Name ist Marc Siebelt und ich bin Therapeut für Ganzheitsmedizin im Discover Health Center in Freienbach. Bei mir in der Praxis treffe ich immer wieder Klienten mit Energieproblemen, mit chronischer Müdigkeit und leerem Akku. Und für die allermeisten Probleme finden wir gemeinsam eine Lösung. Aber erst einmal vorweg: Der Körper ist kein Akku, den wir einfach nur wieder aufladen können, wenn er leer ist. Wir benötigen für alle möglichen Prozesse im Körper Energie, mal mehr, mal weniger. Daher gilt es zu Beginn immer erst einmal herauszufinden, warum es überhaupt Energieprobleme gibt und wie genau es dazu gekommen ist. Haben wir einen Verdacht, dann können wir diesen mit entsprechenden Laboranalysen bestätigen. Denn nur wenn wir begreifen, wie unser Innerstes tickt, können wir den Körper mit seinen Hormonen und Neurotransmittern besser verstehen. Häufig erfahren wir somit, wo exakt das Problem liegt und was man aktiv zur Verbesserung unternehmen kann, damit sie sich letztendlich wieder wohler und energiegeladener fühlen. Im Folgenden möchte ich Ihnen nun zeigen, wie man herausfinden kann, wo etwas nicht rund läuft. Also, wo ist eine Störung oder ein Ungleichgewicht? Dabei gehe ich besonders auf die folgenden drei Schwerpunkte ein. Erstens Katecholaminmetabolismus, zweitens Tryptophanmetabolismus und drittens Cortisolhaushalt. Beginnen wir mit dem Katecholaminmechanismus. Auswirkungen auf den Körper von den wichtigsten Hormonen sind die folgenden: Dopamin. Wenn alles klappt, gibt es uns Aufmerksamkeit und Freude. Adrenalin und Noradrenalin geben uns gute Reaktionsfähigkeit und optimale Anpassung an Stress. Wenn es aber nicht reicht mit diesen zwei Neurotransmittern, dann haben wir das Problem bei Mangel an Dopamin, an Antriebslosigkeit und depressiven Verstimmungen. Und wenn wir einen Mangel an Adrenalin und Noradrenalin haben, haben wir einen Verlust an Antrieb und Motivation. Nun müssen wir verstehen, wie diese zwei oder drei Neurotransmitter eigentlich gebildet werden. Und das sieht man hier ganz gut. Die Ausgangsstoffe sind die Aminosäuren Phenylalanin oder Tyrosin, woraus L-Dopa und daraus Dopamin gebildet wird und letztendlich Noradrenalin und Noradrenalin aus Dopamin gebildet wird im Nebennierenmark. Und man sieht in Blau die verschiedenen Kofaktoren eingezeichnet. Ja, so viel zur Theorie. Wir gehen jetzt mal ein paar Praxisbeispiele durch. Ich fange mal an mit Peter Müller, 30 Jahre, kam zu mir in die Praxis, beziehungsweise wir haben das per Video gemacht, weil er im deutschen Raum wohnte und wir haben das dann per Video besprochen. Er sagte, boah, ich habe so Energieprobleme, ich komme einfach nicht aus dem Puschen. Ja, und dann haben wir uns mal die Katecholamine angeschaut. Und hier sieht man mal einen Auszug aus der Messung der Katecholamine. Und man sieht Dopamin ganz links im gelben Bereich zu niedrig, aber Noradrenalin und Adrenalin hoch genug. Ja, was ist sein Problem? Seine Ursache für Müdigkeit, das sieht man hier ganz klar, ist ein Mangel von Dopamin. Umgewandelt wird es ständig in Adrenalin und Noradrenalin, aber er hat nicht mehr genug Dopamin zur Verfügung. Und das haben wir eben gesehen, führt ja auch zu Antriebslosigkeit und Verstimmung. Ja, und somit müssen wir beim Peter Müller ansetzen, an mehr Dopamin wieder zu schaffen, das wiederum mehr aus, wenn wir uns die Struktur angucken, aus den Aminosäuren und vor allen Dingen andererseits auch, damit es nicht immer wieder Adrenalin und Noradrenalin zieht, den chronischen Stress zu senken. Zum Beispiel mit medizinischen Entspannungsverfahren. Das war mein erstes Beispiel. Kommen wir zu einem zweiten Beispiel. Und zwar hier haben wir Heidi Schuster, 55 Jahre, die sich bei mir vorgestellt hat.
auch wieder mit Energieproblemen. Hier haben wir im Gespräch vieles rausbekommen und gedacht, gut, schauen wir uns auch mal die Katecholamine an. Und hier sieht man ganz klar, alle drei sind viel zu niedrig. Also man sieht die schwarzen Punkte ganz links im Schaubild. Sowohl Dopamin als auch Adrenalin und auch Noradrenalin sind zu niedrig. Ja, was bedeutet das? Hier liegt die Ursache in der Müdigkeit daran, dass sie grundsätzlich alle Katecholamine zu niedrig hat. Also hier kommt es zu einer unzureichenden Versorgung mit den Ausgangsstoffen und Vitalstoffen, die wir ja zur Umwandlung brauchen. Ja, und warum? Das haben wir bei ihr auch herausgefunden. Wie kann das sein? Sie isst doch gut. Aufgrund eines löchrigen Darms oder auch auf Englisch Leaky Gut genannt. Ja, auch diesen Verdacht haben wir gemessen und zwar in einer Mikrobiomanalyse, einer umfangreichen Stuhlanalyse kann man das sehen und das sieht man hier auf der nächsten Folie ganz klar. Alpha-1-Antitrypsin liegt zu hoch, was bedeutet, dass der Darm löchrig ist. Das ist der Marker für das Leaky Gut. Gut bei ihr ist Folgendes, man sieht in der ersten Zeile das Calprotectin, das ist im grünen Bereich. Und damit würde man messen, ob die Darmschleimhaut auch entzündet wäre. Liegt nicht vor. Ja, also was wissen wir bei ihr? Darm wieder schließen, in Ordnung bringen, Aminosäuren auffüllen, genügend Vitalstoffe und dann kommt das auch wieder in Gang. Ein drittes Beispiel ist Beate Meyer. 48 Jahre, Energieprobleme. Wir haben uns ja, lange per Video besprochen und geschaut, wo könnte denn bei ihr diese Schwäche sein und das Problem sein? Und das Labor gibt Folgendes an. Dopamin hoch genug, also daran liegt schon mal nicht, aber Adrenalin und Noradrenalin zu niedrig. Wie kann das sein bei ihr? Hier gibt es jetzt ein Problem an der Bildung von Adrenalin und Noradrenalin und somit, wo werden es gebildet? In den Nebennieren und zwar speziell im Nebennierenmark. Ja, wie ist es dazu gekommen? Chronischer Stress hat zu einer Art Erschöpfung des Nebennierenmarks geführt. Ja, was machen wir? Hier müssen wir uns dann speziell ums Aufpäppeln der Nebenniere kümmern, chronischer Stress reduzieren, aber auch genügend Stoffe wirklich, dass es den Nebennieren wieder besser geht. Und das waren jetzt mal Beispiele für den Katecholamin-Mechanismus. Also wirklich immer gucken, okay, könnte es an den Katecholaminen liegen, ja oder nein? Und dann zeigt die Laboranalyse, okay, wo dran genau liegt es? Und dann muss man weitergehen, okay, warum ist es dazu gekommen? Ja, und dann kann man das Ganze schließen und verbessern. Kommen wir nun zum zweiten Mechanismus, und zwar dem Tryptophan-Metabolismus. Ja, was für Auswirkungen haben die Neurotransmitter vom Tryptophan-Mechanismus auf den Körper? Wenn alles rund geht, dann macht das Serotonin uns glücklich und zufrieden. Und das Melatonin hilft uns für einen tiefen Schlaf. Wenn es aber nicht rund geht und wir zu wenig davon haben, ja, dann haben wir das Problem zu wenig Serotonin und eher depressive Verstimmung. Zu wenig Melatonin, schlechter Schlaf oder auch sogar schlaflos. Gucken wir uns mal ganz kurz an, woraus das eigentlich gebildet wird, das Serotonin und das Melatonin. Am Anfang steht die Aminosäure Tryptophan, daraus wird 5-HTP gebildet und daraus Serotonin und das Melatonin. Und man sieht hier wieder in grün die verschiedenen Kofaktoren wie Vitamin B und Magnesium. Und Same, die es zur Bildung und Transformation braucht. Ja, schauen wir uns mal das erste Klientenbeispiel an. Petra Meyer, 45 Jahre, energielos und ja, antriebslos, hat sich bei mir in der Praxis vorgestellt und wir haben mal geschaut, ob es Probleme bei ihr im Tryptophan-Metabolismus gibt. Und wir sind fündig geworden. Man sieht hier, Serotonin liegt zu niedrig, also unterm grünen Bereich. Damit ist das die Ursache für ihre Müdigkeit und auch Migräne, weil zu wenig Tryptophan, zu wenig Serotonin macht auch
ein Problem mit der Vasokonstriktion, ja, also dem Öffnen und Zusammenziehen der Blutgefäße. Ja, einen Schritt sind wir weiter, jetzt müssen wir noch einen Schritt weiter gehen, ist ja, warum hat sie denn zu wenig Serotonin? Was ist hier die Ursache? Und gibt es so drei Ursachen, die häufigst sind. Fangen wir an mit dem Reizdarm als erstes. Ja, 95% des Serotonins wird im Darm produziert. Gibt es Störungen im Darm und vor allen Dingen an der Darmschleimhaut, haben wir zu wenig Serotonin zur Verfügung. Woran kann das liegen? Entweder am löchrigen Darm, auch Leaky Gut genannt, oder sogar auch am entzündeten Darm. Das ist eine Hypothese. Die können wir validieren in einem ausführlichen personalisierten Stuhltest. Und zwar sieht man hier, wir haben hier zwei Werte für die Darmschleimhaut. Das eine ist das Kalprotektin bei ihr im grünen Bereich. Das gibt an, ob es Entzündungen gibt. Und der zweite Wert, das Alpha-1-Antitrypsin, damit können wir messen, ob es einen löchrigen Darm gibt. Und in ihrem Fall liegt er vor. Ja, und somit haben wir hier ganz klar, Ursache für den Serotoninmangel ist in ihrem Fall ein löchriger Darm. Was für Möglichkeiten kann es noch geben? Und zwar, es kann auch noch geben die Möglichkeit, dass es chronische Entzündung und Dysbiose gibt in unserem Mikrobiom. Wie kann das sein? Und wie misst man das? Hier mal ein komplexes Bild. Man sieht hier in der Mitte links, sieht man wieder den Tryptophan-Metabolismus und sieht auch noch erweiternd, dass das Tryptophan teilweise auch umgewandelt wird in Kynurenin und den sogenannten Entzündungsprozess. Wird immer ein Teil umgewandelt. Aber Achtung, wir sehen von rechts proinflammatorische Zytokine und das IDO kommen. Und wenn das der Fall ist, wenn es mehr davon gibt, wird mehr Tryptophan in diesen Entzündungsprozess umgeleitet und weniger umgewandelt ins Serotonin. Ja, und wie kann das passieren mit den Zytokinen? Und wir sehen oben rechts auf dem Chart Einfluss des Mikrobioms. Wenn unser Mikrobiom zu viel TMA oder TMAO bildet, dieser Entzündungsstoff, wie kann man das rausfinden, ob das Mikrobiom das bildet? Das sehen wir jetzt auf der nächsten Seite die Mikrobiomanalyse. Einer der Werte des sogenannten Metabolomes, also Stoffwechselprodukte unseres Mikrobioms, sind oder ist das TMA, TMAO. Und hier sieht man deutlich erhöhte Werte, 11% zu viel Bildung von TMAO durch das Mikrobiom dieser Klientin. Ja, und grundsätzlich gibt es immer eine gute Indiz dafür, wie es um das Mikrobiom gibt, im sogenannten Dysbiose-Index, der ist hier deutlich orange. Das heißt, es gibt ziemliche Abweichungen innerhalb des Mikrobioms von der Norm. Also zu wenig gute, zu viele schlechte. Wenn man aber noch mehr ins Detail gehen möchte, warum es eine Dysbiose gibt und warum es zu viel TMAO-Bildung gibt, kann man auf der nächsten Seite mal etwas reinzoomen. Ich zeige jetzt nicht alle sämtliche Bakterienarten, das wird ein bisschen viel. Ich habe jetzt mal ein paar rausgepickt, wo es ein großes Problem gab. Hier zum Beispiel, man sieht oben die Clostridien deutlich zu viel, ja, und in den immunogen wirkenden Bakterien auch zu viele E. coli-Bakterien, aber zu wenig von den wichtigen Lactobacillen und auch Bifidobakterien. Und es gibt natürlich in der Mikrobiomanalyse noch viele, viele weitere Bakterien, die untersucht werden. Hier mal ein kurzer Ausschnitt. Und wie gesagt, das Wichtige ist jetzt, diese Konstellation des Mikrobioms, die bei dieser Klientin vorliegen, führt zur Bildung von zu viel TMAO. Und das führt dazu, dass Tryptophan mehr in den Entzündungsprozess umgewandelt wird und nicht mehr so viel in den Prozess von Serotonin und Melatonin. Das ist mal ein zweiter mögliche Ursache für zu wenig Serotonin. Es gibt noch eine dritte, und zwar die sogenannte Fructose-Malabsorption. Ja, wie können wir das rauskriegen? Auch einerseits im Stuhl kriegen wir ein Indiz, und zwar, wenn es noch zu viel Zucker im Stuhl gibt, also zu viel Zucker, der noch im Stuhl ist, der also nicht verdaut wurde, der nicht aufgenommen wurde. Und das ist entweder Fructose oder auch Laktose. Glucose sagte ich gerade schon, das ist es seltenst, weil die flutscht schnell durch die Darmschleimhaut.
Durch das Gespräch hatte sich ergeben, diese Klientin hat überhaupt so gut wie keine laktosehaltigen Produkte, die sie verzehrt. Deswegen kann es nur die Fructose sein. Wenn man es aber wirklich einwandfrei nachweisen wollte, kann man das auch im Atemgastest machen. Aber hier aufgrund der Anamnese wissen wir, das kann nur Fructose sein. Was hat jetzt Fructose mit Serotoninmangel zu tun? Und zwar Folgendes. Und die Häufigkeit möchte ich hier nochmal kurz darauf hinweisen. Also ungefähr 30 bis 40% aller haben eine Malabsorption. Das ist noch häufiger als eine Laktoseintoleranz. Genau. Und es gibt einen genetischen Mangel an diesen GLUT5-Transportern, die Fructose durch die Darmschleimhaut durchschleusen würde. Ja, aber hier ist ein Teil der Fructose, die nicht durchgeschleust wird, sondern die wird durch den Dickdarm durchgeschleust ins WC. Und das Problem ist, dass die Fructose dann das Tryptophan sozusagen hochgepackt nimmt, also mit raus schleust zum Teil. Und damit steht natürlich weniger Tryptophan zur Verfügung zur Bildung von Serotonin im Körper. Eine weitere Ursache, eine von drei Ursachen, die zu wenig Serotonin führen können. Ja, und darum ist es auch immer wichtig, wirklich wie Sherlock Holmes herauszufinden, wieso, weshalb, warum, gerade bei diesem Klienten, bei dieser Klientin. Genau, das war mal ein Beispiel, ein erstes Beispiel mit drei möglichen Ursachen. Wir kommen zum zweiten Beispiel, und zwar von Ursula Gmür, 60 Jahre. Ihr Problem waren Schlafprobleme und deswegen müde. Ja, und da wollten wir mal rausfinden, wieso sie Schlafprobleme hat. Und aufgrund der Anamnese, die wir gemacht haben, des Erstgesprächs, dachte ich mir, na, ich glaube, irgendwas stimmt mit dem Melatonin nicht. Und deswegen haben wir bei ihr das sogenannte Nachtspeichelprofil Melatonin gemacht. Man sieht hier um 22 Uhr, um 24 Uhr und um 2 Uhr wurde das Melatonin im Speichel gemessen. Überall viel zu niedrig. Ja, und wenn das Melatonin nicht da ist, also weder zum Einschlafen noch da ist, noch zum Durchschlafen, ja, hat es natürlich Probleme mit dem Ein- und Durchschlafen. Und dann muss man sich als nächstes fragen, wie kann das denn sein, dass der Körper von Ursula Gmür nicht genügend Melatonin zur Verfügung stellt? Woran hapert es denn? Ja, am Serotonin hapert es nicht. Ja, das war nämlich im grünen Bereich. Also muss es noch eine andere Ursache geben und das ist Stress. Weil Cortisol ist der Gegenspieler vom Melatonin. Also Antagonisten. Wenn aufgrund von Stress, der bei ihr abends noch war, der Cortisolspiegel zu hoch ist, kann der Körper, darf der Körper kein Melatonin produzieren. Denn wenn wir dem Löwen weglaufen, sollten wir nicht schlafen. Und das sieht man auf dem nächsten Chart ganz gut. Also in blau das Cortisol, in rot das Melatonin. Und diese zwei sind immer Gegenspieler, wie man hier so schön sieht. Wenn jetzt aber abends das Cortisol noch viel zu hoch ist, kommt das Melatonin nicht hervor. Folge ist, Melatonin bleibt niedrig und man kann nicht schlafen. Wir haben bei ihr natürlich auch herausgefunden, ja, wo kommt denn das Ganze her? Und bei ihr war das wirklich so, dass immer wenn sie abends dann ins Bett ging, plötzlich so die Alarmglocken schrillten, weil sie wirklich mal nachts schlechte Erfahrungen gemacht hat. Und so ist sie immer wie so ein Wachhund aufmerksam und das ist ein innerlicher Stressfaktor. Ja, und mit Umbewertungen und anderen Verfahren haben wir auch das in den Griff bekommen. Ja, das war mal jetzt der zweite Punkt, und zwar der Tryptophan-Metabolismus. Kommen wir nun zum dritten Punkt, und zwar dem Cortisolhaushalt. Was hat der für einen Einfluss auf unser Energielevel? Grundsätzlich, was macht Cortisol? So, wir hatten ja gerade schon Beispiele, aber wenn wir das jetzt nochmal im Tagesablauf durchgehen, morgens weckt Cortisol uns auf und macht uns fit und munter. Dann hilft es uns bei Stress zum Beispiel zur Energiebeschaffung. Ja, darum ist Cortisol manchmal auch ziemlich hoch. Wenn wir ziemlich gestresst sind, brauchen wir mehr Energie, um dann mit den Herausforderungen umzugehen. Andererseits hat Cortisol auch noch die Aufgabe, unser Immunsystem zu beruhigen. Und es ist ein Ausgangsstoff für sämtliche Geschlechtshormone. Also ziemlich viele Aufgaben, das Cortisol. Wenn wir uns jetzt als nächstes überlegen, ja, okay, wir wissen jetzt, was das alles Wichtige macht, aber wo wird das eigentlich produziert? Weil es ist jetzt kein Neurotransmitter, sondern ein Hormon. Dieses Hormon wird produziert aus Cholesterin.
Und dann wird es gebildet in der Nebennierenrinde, nicht im Nebennierenmark, wie eben, sondern in der Nebennierenrinde. Und wir haben einen sogenannten Zirkadianenrhythmus, also Takt der inneren Uhr. Ich habe das ja eben auf dem Bildschirm gezeigt. Morgens früh sollte es hoch sein, im Laufe des Tages runter zum Abend hin. Und bei Stressphasen geht es extra nochmal hoch. Genau. Stressreaktion, die wird gesteuert durch die sogenannte HPA-Achse, also Hypophyse, Hypothalamus und Nebennierenachse. Schauen wir uns mal an hier das Beispiel von Markus Sacher. Auch er kam mit Energieproblemen, kam morgens nicht aus dem Bett und war müde. Und ja, Schlafprobleme hat er nicht gehabt, aber er war morgens immer noch schläfrig. Hier sieht man mal dieses Cortisol-Tagesprofil, was wir im Speichel messen. Ja, die Katecholamine haben wir alle im Urin gemessen, aber Melatonin und Cortisol messen wir im Speichel. Ja, hier sieht man gleich morgens, die erste Zahl ist morgens früh um 8, ja, viel zu niedrig. Man sieht das unten im Chart, das ist im Prinzip diese grüne Linie, das ist sein Cortisolspiegel um 8, um 12 und um 20 Uhr. Und die Zahlen spielen kaum eine Rolle, wenn man das so unten in der Grafik sich anguckt, ist er die ganze Zeit unten. Früh morgens sollte der hoch sein, und zwar zwischen diesen zwei gelben Strichen sollte der hoch sein. Weil wenn man da sieht, tut sich nicht viel. Und das erklärt auch, warum er morgens, obwohl er geschlafen hat, müde ist, weil dieser Cortisolspiegel zum Aufwecken fehlt bei ihm einfach. Ja, der ist einfach zu niedrig. Ja, wie kann das sein? Hier haben wir als Ursache eine Erschöpfung der Nebennierenrinde. Aufgrund von langen Jahren chronischen Stress ist es bei ihm zu einer Erschöpfung der Nebennierenrinde gekommen. So, und da muss man dann ganz gezielt die Nebennierenrinde wieder aufpäppeln. Anderes Programm als Nebennierenmark. Und darum sind diese Laboranalysen so hilfreich, herauszufinden, okay, in welchen dieser drei Mechanismen oder Metabolismen hat es ein Problem? Katecholamine, Tryptophan oder Cortisolhaushalt. Und dann den anderen Schritt danach zu gehen, zu sagen, okay, jetzt wissen wir wo, aber warum? Und da haben wir uns zum Beispiel die Stuhlanalysen angeguckt oder auch andere Ideen und Gründe, warum es zu den Problemen gekommen ist. Ja, darum zusammenfassend herausfinden, wo das Problem ist. Und dann kann man personalisiert die Interventionen ableiten, damit auch Sie wieder mehr Wohlbefinden und Lebensqualität erhalten und wieder mehr Energie haben, damit der Akku wieder langfristig gefüllt ist. Ja, jetzt haben wir mal gesehen, wie unser Innerstes tickt. Hormone, Neurotransmitter haben großen Einfluss auf unser Energielevel und wie fit wir sind. Und man muss genau rauskriegen, wie, wo, was etwas nicht stimmt. Dann können wir gemeinsam ganzheitlich daran gehen und gemeinsam, ob hier in Freienbach am Zürichsee oder per Videokonsultation, es gibt viele Möglichkeiten und ich würde mich freuen, auch Ihnen helfen zu dürfen. Merci vielmals. Discover Health Center in Freienbach. Ja, zu Lebensqualität und Wohlbefinden.